So, die Neckarsulmer Sportunion mit Linda Max, erste Mal erfolgreich. Und direkt der Konter hier, oder beziehungsweise die schnelle Mitte. 1:1. Ja, Lena Hoffmann muss jetzt heute für Maike Daniels als Rückraummitte agieren. Eigentlich ja eher in den Rückraumpositionen, also links und rechts eingesetzt wird. Dann haben wir Nele Reimer auf Rückraum links. Ja, die auch vor der Runde gewechselt ist. Genau. Nach Neckarsulm. Richtig. Und ja, normal wird es halt links auch Isabel Tissiger spielen, aber die ist ja auch jetzt, ich glaube seit Jahresbeginn war sie auch nicht mehr mit dabei, seit Saisonbeginn sogar, das war mir so nicht bewusst. Aber spielt jetzt heute Abend schon in Erlingen. Genau, sie läuft heute schon für die Hornets auf. Ja, da hat man schon gesehen, wichtig wird es sein, heute das Rückzugsverhalten auch für die Neckarsulmer Sportunion, das richtig zu tun, damit da keine schnellen Tore passieren. Bei uns links außen Ina Gossmann, halb links Maria Obradovic, Xenia Minevskaya auf Mitte, Maren Weigel halb rechts, Marlin Zapf auf rechts außen und am Kreis wie gewohnt Julia Behnke. Ja, die letzten Spiele haben ja auch gezeigt, gerade als die Tussis in Buxtehude gespielt haben, als auch in Bietigheim, dass es verdammt schwierig ist, gegen unseren schnellen Angriff anzukommen. Also das spielen wir wirklich stark, was die erste Welle angeht, als auch dann die schnelle Mitte. Jasmina Jankovic fängt heute im Tor an, bei Isabel Roch auch in Bietigheim sehr, sehr gut gehalten hat. Schade jetzt, war auch wieder super rausgespielt. Fehlwurf von Maren Weigel. Ja, super gesehen da von JJ, direkter Pass auf Ina Grossmann. Erste tolle Parade jetzt von Ann-Kathrin Giegerich, die auch lang jetzt verletzungsbedingt ausgefallen ist. Und sie wird auch unheimlich wichtig sein heute, wie Neckarsulm ins Spiel findet. Neckarsulm versucht da jetzt viel mit zwei Kreisläuferinnen zu agieren, dass wirklich die Rückraumspielerinnen Platz haben, um eine gewisse Torgefahr ausstrahlen zu können. Ja, starker Wurf jetzt hier von Nele Reimer aus dem Rückraum. Und auf der Gegenseite hier wieder schön gezogen von Maria Obradovic. Ja, wir sind schon in den ersten paar Minuten. Ist immer noch eine offene Partie und auch, ja. Ann-Kathrin Giegerich im Tor. Nimmst du die zweite weg? Zweite Parade. Genau, richtig. Zwei starke Paraden jetzt in Folge. War aber toll gespielt jetzt noch von Julia Behnke, dass sie da noch das Auge hat, dann auf außen abzulegen. Also sie ist wirklich in Topform im Moment, hat auch in Bietigheim sensationell gut gespielt. Ja, vor allem, was in Bietigheim überzeugend war, war die Abwehrleistung. Die war in Ordnung. Vorne. Ja, Salamanca ein bisschen warm geschossen, kann man sagen. Ja, und also die hat ein starkes Spiel gemacht. Ah, super, ja, stark. Da waren schon alle auf dem Weg nach vorne und gar nicht gesehen, dass da nochmal ein Abpraller zustande kam. Ja, und
Monika, sage ich schon hier, Maria Obradovic zieht da wirklich super in der zweiten Welle durch. Das ist aber auch, glaube ich, das, was wir von Maria sehen wollen. Diese Körperlichkeit, die sie hat. Sie hat einen sehr ersten schnellen Schritt. Sie hat eine gute Körperspannung. Und so ist es natürlich einfache Tore, beziehungsweise in dem Fall einen 7 Meter, den Xenia Menevskaya reinmacht. Ja, die Abwehr steht da richtig gut, kommuniziert und deshalb haben es die Neckars-Ulmerinnen wirklich schwer, da Zug aufs Tor zu bringen. Zuordnung stimmt, Innenblock arbeitet super. Xenia und Jule räumen da hinten auf, also die Abwehr findet stark ins Spiel. Ja, jetzt ist das passive Zeitspiel auch angezeigt. Jetzt muss der Abschluss erfolgen. Ja, Ina passt da super auf und jetzt haben wir wieder die Chance, über die zweite Welle zu einem einfachen Tor zu kommen. Ja, nächste Parade jetzt von Anka im Tor. Die Chancenauswertung ist nicht so optimal. Ja, genau. Die lässt zu wünschen übrig. Ist ein bisschen schade, weil wir uns ja selbst um den Erfolg bringen. Deshalb steht es auch in Anführungsstrichen verdient 2-2. Wir stehen da super hinten drin in der Abwehr, belohnen uns aber nicht, obwohl wir die Torchancen haben. Also da müssen wir auf jeden Fall konzentrierter den Abschluss suchen und auch nutzen. Ja, nächster Treffer jetzt von Lena Hoffmann. Stark, wie sie sich da noch unter Bedrängnis durchsetzt. Stark jetzt von Xeni, wie sie da die Lücke sucht und da im 1 gegen 1 dann auch den 7 Meter rausholt. Ja, ist auch aufgefallen in der Bietigheim. Scheint auch so ein bisschen freier im Kopf zu sein, wieder ein bisschen in Form gefunden zu haben. War eine sehr gute Leistung. Wenn man mal die letzten Wochen anschaut, auch gerade im Angriff, wichtige Tore gemacht. Abwehr immer und auch durch 7 Meter jetzt ihre Aufgabe. Ja, absolut. Es ist wichtig, dass sie auch Verantwortung übernimmt und wir wissen alle, dass sie es kann. Sie muss es nur sich selbst wieder beweisen. Uns muss sie es nicht beweisen. Genau, ja, ja. Ja, 3-3. Wir halten sie auf dem Laufenden. Oben links sehen Sie es ja gerade. 7,5 Minuten gespielt. Wir haben leider ein paar kleine Probleme mit der Ergebnisanzeige, aber ich hoffe, dass wir es in den nächsten Minuten hinkriegen. Aber sie haben ja uns zwei und wir halten sie natürlich sehr gerne auf dem Laufenden. Ja, was auffällt, wir stehen sehr kompakt, ne? Also gerade im Mittelblock. Aktuell ja auch 1, 2, 3 Nationalspielerinnen auf dem Feld, ne? Die zumindest im Lehrgang dabei waren. Ja, 6 Stück insgesamt. Ist eine Hausnummer. Zum ersten Mal 6 Tussis. Sind sogar mehr jetzt gerade auf dem Spielfeld, oder? Ina, Xeni, Jule, Maren. Stimmt. Mali. 5. Meine Güte. Meine Güte, sind viele von uns bei der Nationalmannschaft dabei gewesen. 6 Stück insgesamt. Ja, das konnte man noch nie behaupten, aber jetzt machen wir es ja sehr gerne. Der größte Anteil an Spielerinnen kam von den Tussis. Stark, auf jeden Fall. Und es kam auch eigentlich nur positives Feedback, so was ich gehört habe. Also scheint wirklich eine erfolgreiche Woche, erfolgreiche Stunden bei der Nazio gewesen zu sein. Und ja, der neue Bundestrainer versucht da wirklich einen Neuanfang zu starten. Und wir können gespannt sein, auf wen er da in der Zukunft bauen wird. Für die Nationalmannschaft tauscht man ja gerne sein pinkes Trikot ein. Das ist richtig, ja. Das kann ich nachvollziehen. Gab auch schon ein Shooting, hat man auch schon ein paar Bilder gesehen. Ja, genau. Ja, ja. Ist auch ein bisschen verfolgt. Social Media macht es möglich. Ja. Maria Obradovic netzt da ein. Sie gefällt mir heute richtig gut. Ja, die hat viel Selbstvertrauen. Das hat sie sich auch schon geholt. In Bietigheim hat sie auch ein gutes Spiel gemacht. Und auch in entscheidenden Situationen auch ihre Treffer gemacht. Also wie gesagt,
Du hast angesprochen, sehr schön zu sehen. Sagt man so schön, die Haltung, die Attitude ist da. Ja. Ach, schade. Eigentlich gut gehalten von Jasmina. Dann unglücklicherweise der Abpraller zurück. Genau, zu Lisa Gerber. Ihr erster Treffer heute Abend. Die Öschhölle wie gewohnt voll, gute Stimmung. Also der achte Mann ist dabei. Oder die achte Frau, besser gesagt. Auch jetzt wieder, genau, schöne Einzelleistung. Ja. Genau, super gesehen. Ja, also die Lücken sind da. Genau. In der Abwehr der Gäste. Nutzen sie noch nicht so richtig. Ja, und dann steht natürlich immer noch eine Anker hinten im Tor, die das auch sehr gut macht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und Strafwurf Nummer 3. Und Treffer Nummer 3 für Xenia Mineskaya. Spielstand 5:4 und wir haben jetzt 10 Minuten und 50 Sekunden gespielt. Also so ein Sechstel des Spiels ist vorbei. Wie du gesagt hast, da war so deine Einschätzung, knappe Geschichte zu Anfang. Und das ist der Fall. Ja, ausgeglichen am Anfang auf alle Fälle. Aber wenn wir jetzt schon mal sehen, wie viel hundertprozentige wir haben liegen lassen, dann weiß man auch, an was es liegt, ne? Ja, auch noch, haben noch gar nicht vorgestellt, die beiden Schiedsrichterinnen des heutigen Tages. Das Gespann Schilha-Merz hier bei uns in der Halle. Die es bis jetzt recht einfach haben, das auch sehr gut machen. Ja, auch da haben wir jetzt wieder super in der Abwehr gearbeitet und verdient den Ball erobert. Das dürfte jetzt die dritte gelbe Karte gewesen sein in dem Spiel. Für die, die es nicht wissen, ab der dritten gelben Karte gibt es dann gleich die 2-Minuten-Strafe als Bestrafung. Also jetzt keine weitere gelbe Karte offen. Somit muss Nekasum jetzt ein bisschen aufpassen. Also nach 10 Minuten alle 3 Karten verbraucht. Zeigt, dass sie grundsätzlich gewillt sind, den Angriff der Tussis zu unterbinden. Aber bisher nicht mit den geeigneten Mitteln. Ja, ehrgeizig sind die Spielerinnen natürlich alle. Und ich meine, ein Derby ist ein Derby, egal auf welchem Tabellenplatz ich mich aktuell befinde. Deshalb geht man da schon auch motiviert bis in die Fingerspitzen in die Partie. Und das gehört sich auch so. Und man sieht ja, also sie kämpfen, sie tun und machen. Und was mir auch gefällt, dass sie wirklich frech auch versuchen, im Angriff zu agieren. Und dann kann man auch mal einen Fehlwurf machen, so wie jetzt in dem Fall von Lena Hoffmann. Aber sie müssen halt zeigen, dass sie wollen. Ansonsten wird es verdammt schwer hier, Parolie zu bieten. Ja, Paroli bieten. Paroli war doch früher auch so ein Hustenbonbon. Das täte mir jetzt auch ganz gut. Das würde dir sehr gut tun. Paroli. Wäre natürlich besonders schade, weil dann vielleicht deine Stimme wieder zurückkommen würde. Ja. Also ziehen wir das lieber so durch. Ja, jetzt sind 13,5 Minuten gespielt, 6:4 der Spielstand. Ja, da wieder ein bisschen glücklich, aber an sich sehr gut gespielt von den Neckarsulmerinnen. Linda Mark mit ihrem Schlagwurf versucht, der dann aber bei Hanna Breitinger zum Abstauber landete. Verdiente Anschlusstreffer für die Neckarsulmerinnen. Ist auch so ein Begriff, Abstauber. Ja. Also wenn ich es zu Hause gesagt bekomme, macht es mir keine Freude. Ja, natürlich machen sie mal wieder hier abstauben. Ne? Als ob du das gesagt bekommst, oder? Von deiner Frau. Wir machen das selbstverständlich selber. Also, ja, genau. Braucht keinen Hinweis. Keine Aufforderung, ja. Das kann ich mir schon vorstellen, wie du samstags mit dem Wedel durch die Wohnung fegst. Bis kurz vor Spielanfang natürlich nur, weil dann muss ich ja hier sein, zusammen mit dir. Aber kannst du davon ausgehen, Hausstaub ist morgen nicht da. Oder nur bedingt. Nur bedingt. Ja, und das ist jetzt durch die Hosenträger, wenn man schon bei dieser Bezeichnung machen wir doch gerade weiter. Von Genie.
Ja, super. Ausgekontert jetzt wieder von Maren Weigel. Erste Auszeit jetzt auch. Ja. Gehen wir mal kurz ins Studio. So, da sind wir. Schauen wir mal auf den Spielstand. 8:5 nach knapp einer Viertelstunde gespielt. Luis, so langsam kommen die Tussis in Fahrt. Ja, genau. Also wir sind von Anfang an eigentlich gut ins Spiel gestartet, aber wir hatten Anfang Schwierigkeiten, tatsächlich unsere Chancen zu nutzen. Da hat Anke aber wirklich stark gehalten an Kathrin Giegerich und jetzt haben wir da so ein bisschen den Schalter noch umgelegt und schaffen es jetzt auch wirklich, die 100%igen zu versenken und dementsprechend setzen wir uns jetzt peu à peu ab. Ja, also gehen wir mal kurz aufs Feld, schauen wir mal, was die Spielerin unten gesagt bekommen. Wir hören es natürlich nicht genau, aber wir denken, das wird schon passen. Ja, 15 Minuten und 25 gespielt. 8:5 und jetzt gerade vergebene Chance. Ja, jetzt ist Mia Moldrups erste Mal auch im Spiel. Die Neuverpflichtung, eine dänische Spielerin, die auch nochmal Akzente im Rückraum setzen soll. Sina Namat spielt jetzt auch am Kreis. Also Anna-Maria Ilyesch versucht wirklich aus ihren Vollen zu schöpfen, was sie eben gerade auch an Kaderspielerinnen zur Verfügung hat. Ja, das ist 9:5 und jetzt schauen wir auf die anderen Ergebnisse. Ja, da ist es Bad Wildungen 14:17 gegen Bensheim. Dann haben wir Frischhoff-Göppingen gegen THC, gegen Thüringen 10:14. Dortmund liegt hinten 4:5 gegen Nellingen. Und ja, bei uns wissen Sie es, 9:6 nach 16,5 gespielten Minuten. Und der Pink Panther hört man in der Halle, das bedeutet 7 Meter. Und erneut nimmt sich Xenia Mineskaya die Kugel. Torhüterwechsel bei Neckarsulm, jetzt im Tor. Jana Brausch. Wie kennst du ja? Ja, richtig. Ab und an ist sie bei mir im Torwarttraining in Möglingen. Sie hat ein Doppelspielrecht in Neckarsulm. Ach, schade. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet, wenn sie dein Training hat natürlich. Ne? Dass sie den sofort hält. Ne? Also selbstverständlich. Ja, ja, genau. Du bist ja auch, viele wissen es, ne? Warst ja auch eine sehr gute Torfrau. Und ja, das stimmt schon. Aber alle 7 Meter habe ich deswegen auch nicht gehalten. Also aber gut, ja, sie war knapp dran. Ja. Also von dem her kann es vielleicht nicht so schlecht sein. Ja, wer weiß. Ja. Oh. Ja, JJ hat wohl auch einen guten Torwarttrainer. Höchststrafe, ja. Ja. Einmal kurz gefangen, Expresspass nach vorne. Und es gibt noch 2 Minuten. Ernsthaft? Ja, okay. Okay. Ja, das ist so eine Situation, ganz im Ernst. Ja, stimmt schon. Ja, also das ist richtig. Waren es sicherlich jetzt keine grobe Unsportlichkeit, aber wenn sie blöd erwischt, ne, dann liegt Mali Zapf da. Und, das ist einfach eine blöde Situation. Ja, ist richtig. Unnötig und es können böse Verletzungen dabei entstehen. 11:6 nach 17,5 gespielten Minuten. Also, klingt doch schon recht gut aus Metzingers Sicht. Was aber nicht heißt, dass wir nicht aufpassen müssen. Wir schießen ja auch auf den anderen Spielen. Wir haben auch schon im ersten Spiel gegen die Neckarsulmer Sportunion ein paar Probleme gehabt, zumindest was Halbzeit 1 anging. Auch wenn man sagen muss, eine ganz andere Mannschaft damals noch auf dem Feld. Heute fehlen mit Melanie Herrmann auch eine weitere wichtige Stütze im Tor. Ja. Beste Genesungswünsche natürlich auch an Sie. Nellingen führt 7:4. Wir machen das jetzt gerne in Dortmund. Also da.
auch zwei Rückkehrer oder eine Rückkehrerin mit Tanja Paduc, die auch hier ein Gastspiel hatte bei der TuS Metzingen. Freuen wir uns, dass Tanja wieder in der Liga ist. War ja im Auslandsaufenthalt in den USA. Aber da sehen wir sie wahrscheinlich irgendwann mal. Sie kommt noch zu uns zum Spiel, wenn der Lingen hier bei uns spielt. Da freuen wir uns auch. Jetzt auf dem Spielfeld Delilah Amega mit der Nummer 5 auf Rückraum Mitte. Ja, Schrittfehler. Delilah Amega war auch angeschlagen, hat ein paar Kilo abgenommen durch eine Erkältung oder durch einen grippalen Effekt. Schon ein paar Tage her, aber ja, weiß es selber, wenn nicht so viel dran ist an einem, nimmt eine schon mal mit und schön, sie wieder zu sehen. Ja, sie ist ganz wichtig für den Aufbau, vor allem als Rückraummitte jetzt muss sie da wirklich Akzente setzen und kann sie auch. Also sie spielt wirklich eine überragende Saison und von dem her können wir da drauf aufbauen. Ja, jetzt versuchen auch die Neckars-Ulmerinnen so ein bisschen über die Kreisläuferin Sina Nammer zu spielen. Schön weitergespielt jetzt gerade von Lena Hoffmann auf Hanna Breitinger, aber starke Parade von Cheche. Und gleich die Antwort darauf, genau, von Mali Zapf. Schöner Treffer von ihr. Ja, das war Wille pur, was man gesehen hat. Ja. Und 12-6. 20 Minuten gleich gespielt, also die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit sind angebrochen. Ja, jetzt sehen wir sie da oben links im Blick. Können sie sich mal kurz orientieren. Ja, und Fuß. Ja, einfache technische Fehler werden eben sofort bestraft. Und da müssen jetzt die Neckars-Ulmerinnen ein bisschen aufpassen, dass sie wirklich lang im Angriff den Ball halten und wenn sie dann verlieren, auch versuchen, schnell zurückzukommen, weil das ist Höchststrafe, wenn man dann nicht mal mehr zurückläuft. Ne? Aber wir haben es gesehen auch mit Anna-Maria Ilgestraußen. Sie versucht ihr Team da auch den nötigen Rückhalt zu geben und ich denke mal, sie wird auch in ihrer Ansprache gesagt haben, ihr dürft heute viel, bloß macht euch keinen Kopf wegen den zwei Punkten, sondern findet zusammen in dieser dezimierten Besetzung und ja, bis jetzt verkaufen sie sich auch nicht schlecht, wie du sagst. Wurde immer früher gesagt, solange du den Ball hast, ne, gibt es kein Gegentor, somit. Genau, sie müssen jetzt da schon auch ein bisschen taktieren. Ja. Ja, und das war jetzt eine starke Einzelleistung jetzt von Svenja Kaufmann. Genau, die Nummer 8. Ja, sehr schön, das 1 gegen 1 da. Ja, zum 13-7, 21 Minuten gespielt. Jetzt am Kreis Annika Ingenpass. Doppelte Kreisläufer-Situation. Da auch nochmal für Sie der Hinweis. Final Four. Olymp Final Four in Stuttgart. Mit der Operation Pinker Block in Stuttgart. Also Tickets kaufen und die Tussis unterstützen oder auch ihren Verein ihrer Wahl. Aber kommen Sie und machen Sie ein tolles Event mit allen. Also es wird sicherlich ein schöne Veranstaltung über 2 Tage in einer traumhaften Arena. Ja, passives Zeitspiel. Oder passives Spiel angezeigt. Zeitspiel. Jetzt muss der Abschluss passieren. Ja, ich denke, es gibt noch einen. Es gibt 2 Minuten. Ja, okay. Aufgehoben wieder. Ja, richtig. Kann man geben. Alles in Ordnung. So, wir beginnen das Spiel von vorne. Überzahl der TuS Metzingen. 22 Minuten, Spielstand 13-7. Auch auf Außen jetzt Katharina Bettjes in der Partie für Ina Grossmann. Ja, schön gespielt auf Außen von Maria Obradovic, der direkte Weg. Aber auch wieder gut gehalten im Tor. Ja, super gespielt. Ja,
Das ist einfach schön, wie wir da in der kleinen Gruppe agieren. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und da hat dann Mali so viel Platz, dass der unhaltbar wird. Auch wenn Ann-Kathrin Giegerich bisher von außen sehr gut gehalten hat. Die zweite Auszeit genommen von Anna-Maria Iljesch. Ja, sie möchte natürlich verhindern, dass die Mannschaft noch mehr ins Hintertreffen gerät. Und das macht gerade so ein bisschen Anschein. Ne? Also Sie ackern gut da in der Abwehr, aber nicht mit der letzten Konsequenz. Und dann kann doch Metzing relativ einfache Tore machen und dann wird es gefährlich. Ja, ist auf jeden Fall nochmal eine komplett neue Aufstellung, was man so sieht im Angriff. Ne? Mit Delilah Mega jetzt mal ein bisschen auf Halb, der wird rotiert. Maria Obradovic auf Mitte. Ja. Ja, was sieht... Sieht gar nicht so schlecht aus. Nee, und es ist auch wichtig, so wie René das macht, dass man tatsächlich jetzt verschiedene Spielformationen auch nutzt. Also man muss diese Spielzeit auch nutzen, dass man das übt. Weil im Training, klar, kann man das auch immer wieder nachstellen. Aber wenn man dann tatsächlich die Wettkampfsituation hat, ist es perfekt zum Üben. Das ist richtig. Ja, wir gehen wieder aufs Feld zurück. Ja, was sie am Anfang super gemacht haben, war wirklich dieses kurze Kreuz, gerade von den Neckarsulmerinnen und dann einen schnellen Abschluss über den Rückraum. Weil je näher sie natürlich dieser pinken Wand kommen, desto schwieriger wird es. Und über den Kreis haben sie leider noch nicht so viele Akzente setzen können. Deshalb sollten vielleicht die Rückraumspielerinnen nochmal schauen, dass sie zu in Anführungsstrichen einfachen Toren aus dem Rückraum kommen. Ja, super abgeräumt jetzt über die linke Seite. Kathi Bettjes mit dem ersten Treffer heute Abend. Super gespielt. Ja, auch das ist ein taktisches Mittel, das man jetzt wirklich versucht, über Sina Namat da einen 7 Meter rauszuholen. Und auch da, denke ich, war die dritte gelbe Karte jetzt auf Seiten der Metzingerin. Ja. Das bedeutet auch ab sofort hier 2 Minuten Strafen angesagt. Nele Reimer tritt an. Na, und knallt das Ding leider an die Latte. Richtig. Und die Chance, 25 Minuten gespielt, Spielstand 15-7, weiter zu erhöhen. Boah. Okay. Schönes Ding, würde ich sagen. Ansatzlos. Aber richtig ins Dreieck gehauen. Wenn man ein Wort spielt, dann war das eher mega. Von Delilah mega. Also wirklich. Habe ich noch gar nicht gehört, hey. Ja, du. Ein richtiger Schenkelklopfer. Ja, Frau Grasser, danke schön. Sehr gerne. Ja, ich weiß. Ja, und auf der Gegenseite wieder den Ball recht schnell hergegeben. Und der pinke Express läuft. Wow, okay, da versuchst du es einfach gleich nochmal. Warum auch nicht? Ja, der Platz war da. Auch der war gut. Auch der war stark. Ja. Ist es gerade im Tor? Ist jetzt Jana Brausch drin? Kann es sein? Aber ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Das kann Schauen wir gut kurz sein. Nach, ja. Gut gespielt. Ja. Über zwei Kreis. Da ist Dell an der Kreisläuferin abgeprallt. Ja, genau. Ich glaube, den Torwartwechsel jetzt. Jana Brausch im Tor. Ist noch recht jung, oder? Ja, absolut. Und auch sehr, sehr talentiert. Aber klar, mit Giegerich und Hermann
am Anfang war klar, dass sie erstmal wenig Einsatzzeiten bekommen würde und deshalb hat sie dann dieses Doppelspielrecht mit Mögling in der dritten Liga aufrechterhalten oder halt ausgemacht. Das war auch gut so. Und natürlich jetzt mit der ganzen Verletzungsgeschichte in Neckarsulm, was die Torhüterin angeht, hat sie auch mehr Einsatzzeiten bekommen und versucht sie auch bestmöglich zu nutzen. Klar. 17:8, 27. Minute und Jasmina Jankovic hält die nächste. Aber jetzt auch ein schönes Tor von Annika Ingenpass. Ah, super freigespielt. Ja. Ja. Das war jetzt sind wir doch bei Loas Regelkunde, da gibt es immer so einen schönen Satz, Anekdote. Unten gibt es keine Latte. Ne? Aber das war zu stark. Ja. Also, was ich damit meine, alles richtig gemacht. Schöner genau. Aufsetzer, aber dann doch zu stark. Aber auch toll freigespielt von Maria Obradovic. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Probleme gerade im Abwehrspiel gegen die Kreisläuferin. Ja, 17:9. Noch 1,5 Minuten bis Halbzeit. Ja, ein gutes Stellungsspiel von Jana Branch. Louis, ne? Mhm. Lernt nur von den Guten. Ja. Ja, aber Celine Inerchen? Ja. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen fahrlässig da im Kreisspiel da hinten drin. Also das haben wir in den ersten Minuten der ersten Halbzeit viel besser gemacht. Da fehlt ein bisschen die Absprache, die Kommunikation. Es steht jetzt ein neuer Mittelblock da hinten drin, dadurch, dass du ja nicht mehr drin ist, Binke, gerade ein bisschen pausieren darf. Aber also das war jetzt eine Situation, die wir lösen können und auch lösen müssen. Das war 10. Tor für Neckarsulm. Jetzt Xenia Minevskaya auf halb links wieder. Also auch da stellt jetzt René wieder um. Ja. Ja, super durchgesetzt zuvor von Dell. Vielleicht absolut. Den schwersten Wurf genommen, der geht. Aber dann den Abstauber von genau. Annika Ingenpass. Ja, das tut ja auch gut. Absolut, ne? Da stand sie goldrichtig und kann dann direkt verwandeln. Noch 5 Sekunden. Wird wohl noch einen indirekten Freiwurf geben, oder einen direkten Freiwurf in dem Fall. Und dann haben wir auch gleich Halbzeit. Genau, jetzt wird sich JJ nochmal ihre Abwehrkandidatinnen da stellen. Und Nele Reimer versucht. Oder ne? So, zweite Halbzeit. Den Spielstand sehen Sie noch 18:10. Und erster Versuch von Xenia Minevskaya und gehalten. Ich glaube wieder von Ann-Kathrin Giegerich, die im Tor beginnt. Da sind wir mal gespannt, was die zweiten 30 Minuten hier uns erwarten. Ja, das war jetzt ein schönes Rückzugsverhalten von den Neckarsulmerinnen. Wichtig, ansonsten hätten die Tussis wieder die Chance gehabt, ein leichtes Tor zu machen. So sind sie jetzt im formierten Angriff. Und die Leila wird jetzt den ersten Spielzug der zweiten Halbzeit ansagen.
Ja, super abgelegter von Maren Weigel auf Julia Behnke. Schön gespielt und starker Treffer. Erster Treffer in der zweiten Halbzeit, 19 zu 10. Genau, jetzt hat Anna-Maria Iljesch mit Linda Mack auf rechts außen und Mia Moldrup auf Rückraum rechts nochmal eine neue Option gewählt. Eigentlich schön gespielt, aber ein Ball vertändelt. Wow, wow, wow. Ja, stark durchgezogen hier von Kati Betjes. Und da sind es 10 Tore zum ersten Mal in diesem Spiel. 20 zu 10 nach. Ja. Super Abwehraktion, also toller Block. Und leider scheitert hier Kati Betjes an Katrin Giegerich. Warst du auf Karneval oder Fasching? Aber ich wäre gerne, sehr, sehr gerne beim Karneval gewesen, wie eigentlich jedes Jahr. Gell? Aber war leider privat verhindert. Aber gut, dann war ich in Kornwestheim auf dem Fasching mit meinen Möglinger Mädels. Muss sagen, es war ein netter Trost, aber kein Vergleich zum Straßenkarneval. Ja, naja, kann ich alles haben, gell? Ist richtig, ja. Und bei dir so? Also, die Stimme muss man gleich mal rechtfertigen hier. Die Erkältung ist vorgegeigelt. Das sind die Nachwehen von Fasching. Nee. Also bei uns heißt es ja Fastnet, da wo ich herkomme. Ja, Entschuldigung. Also da auch da die Narrenzunft Tomberg, grüße ich auch sehr gerne an dieser Stelle. Da war ein bisschen Straßenfastnet, sagt man da bei uns. Mhm. Aber nur bis Montagabend. Mhm. Deswegen hat es nichts mit der Stimme zu tun. Also dürfte nicht. Okay, alles klar. Aber natürlich, war auch ein Tag vor schmutzigen Donnerstag, also vor Weiberfasching in Köln, geschäftlich noch. Ja. Die drehen ja schon einen Tag vorher am Rad. Also kann sich sehen lassen, was da aufgebaut wurde. Ja, sollte man definitiv mal erleben. Ist eine Reise wert, die Jecken in Köln anzutreffen. So, jetzt 7 Meter bei uns im Spiel nach knapp 34 Minuten. Hanna Breitinger versucht gegen Jasmina Jankovic und ist erfolgreich. Ja, schön am Standbein vorbeigeworfen. Das 11. Tor zum 11:20 aus Sicht der Gäste. Ja, ich glaube, die Halbzeit war wichtig, dass die Neckarsulmerinnen noch mal ihre Kräfte sammeln konnten. Weil gerade mit dem dezimierten Kader müssen fast alle durchspielen. Kaum Möglichkeit zu wechseln. Von dem her ist es auch wichtig, dass man da durchhalten kann, die 60 Minuten. Ja, einfach durch den Kreis. Genau, da sind wir zu lässig unterwegs. Ja, da sind wir auch rechts am Tor, eine Pedalo-Bande. Ja, Pedalo kennen ja viele nur aus Kindergeburtstagen. Ja, aber in der Zwischenzeit hat sich da auch sehr, sehr viel weiterentwickelt. Auch wir haben das Glück, dass wir mit Pedalo einen Präventionspartner haben. Muss auch um den... Ja, schön gehalten jetzt von Isabel Roch. Nochmal drauf einzuhaken. Kannst mich das natürlich beschädigen als Physiotherapeutin, dass man einfach versucht, Muskelgruppen anzusprechen, die so im alltäglichen Training nicht beansprucht werden. Und gerade auch das Thema Koordination, ganz wichtig. Ganz genau. Also gerade der stabilisierende Bewegungsapparat ist unwahrscheinlich wichtig. Und davon braucht man zu Genüge. Also wirklich die Koordination, das Zusammenspiel von vielen Muskelgruppen bei diesen Wahnsinnsleistungen, die erbracht werden müssen auf der Platte. Und vor allem, dass man dann halt auch prophylaktisch arbeitet, weil doch die Verletzungsgefahr sehr, sehr hoch ist. Und wenn man auf mehreren Hochzeiten tanzt, wie jetzt Pokal und tatsächlich auch um die Meisterschaft oder in der Bundesliga spielt, da muss man topfit sein und da gehört die Athletik als wichtiger Baustein dazu. Und da können wir uns glücklich schätzen, dass wir Pedalo als Sponsor haben. Ja, also wenn Sie es mal ausprobieren wollen, nehmen Sie mal ein Kissen vom Sofa, einen Fuß hoch, nehmen Sie eine Flasche, öffnen Sie die und parallel schauen Sie uns zu. Also wenn Sie das schaffen, dann sind Sie die richtige Kandidat, der kein Pedalo-Training braucht. Ansonsten holen Sie sich doch so ein Gerät nach Hause. Macht Spaß, ist sicherlich auch interessant, aber Spaß beiseite. Also es ist sicherlich eine ganz gute Geschichte, war mit dabei, habe es gesehen.
Aber wieder zurück zum Spiel. 37. Minute, 20:11. Ja, die Chancenauswertung der Tussis gerade nicht so optimal. Sonst könnte es schon höher stehen oder zumindest auch diesen Abstand beibehalten. Ja, das Gefühl. Jetzt kann es wieder schnell gehen. Genau, aber Neckarsulm versucht länger zu spielen. Ja, schöner Treffer jetzt von Kati Betjes. Schön gewartet, ne? Genau, ja. Torfrau ausgeschaut und dann souverän abgeschlossen. Ich habe mir auch sagen lassen, das ist noch was, was Sie vielleicht zu Hause sagen, ja, jetzt gucke ich Livestream schon, möchte auch noch was mitnehmen, wissenstechnisch, dass jedes Kilo, was man muskeltechnisch am Oberkörper draufpackt, wirkt dreimal so stark auf den Fuß. In der Balance, ist das richtig? Boah, wie da die genaue Formel ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich schon so, dass ich dementsprechend mehr über die Beinachse zu stabilisieren habe, ja, aber besser ist die Muskelmasse als die Fettmasse, von dem her ist es für den Bewegungsapparat immer sinnvoll, Muskelmasse aufzubauen. Also sollten Sie jetzt ein paar Berliner zu viel hatten über die Fastentage, ja. Schön ins Training gehen, aber erneut 7 Meter, nachdem Celine Sinaichen da gefoult wurde und wieder Torfrauenwechsel bei den Tussis. Ja, es gelingt jetzt relativ oft für die Gäste über den Kreis, den Torabschluss oder hier in dem Fall auch einen 7 Meter rauszuholen. Ja, steht nicht kompakt, ne? Genau, da hatten wir schon Ende der ersten Halbzeit Probleme mit. Wow! Stark hier, die Katze ist am Werk, ne? Isa Roch. Sehr gut. Ja, 100% kann man mal so stehen lassen. Kann man auch mal so machen. Kann man mal so machen, ja. Ja, ist unwahrscheinlich, wie lange sie wartet und was sie dann für ein Reaktionsvermögen zeigt. Also sehr, sehr stark, vor allem wie sie jetzt in den letzten Monaten zurück zu ihrer Leistung gefunden hat. Ja, sowas nagt natürlich an einem, ne? Also ich meine, wenn man dann nicht mal die einfachen Dinger macht, wird es immer schwierig, sich da mental zu pushen und wirklich Gas zu geben. Ja, wobei die Sportunion jetzt eine gute Abwehr aufs Parkett stellt. Also da haben sie sich deutlich stabilisiert. Oh, stark von Jule, wie sie da einen mit einer Hand dann noch den Ball fängt und auch sofort verwandelt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also in dem Fall war zwar ein schöner Wurf von Delilah, aber sie nimmt sich dann einen recht schweren Wurf. Na? Und erneut dann auch pariert. Ja, auch da müssen wir wieder aufpassen. Ne? Da gehen wir zu viel zurück ins passive Abwehrverhalten rein. Da müssen wir einfach schauen, dass wir gegen die Abwehrspielerin nach vorne agieren. Sonst laufen wir da Gefahr, den nächsten 7 Meter zu bekommen. So wie jetzt. Ja, so wie jetzt. Ganz genau. Ja. Auch da die Lücke nicht schließen können. Ja. Ist auch so eine Sache, es wird erneut gewechselt. Bin ich mal gespannt, wer eintritt. Sieht aus nach Mülltrup. Ja. Mia Mülltrup nimmt sich die Murmel, wie man so schön sagt, und versucht es gegen Isabel Roch. Isa wird gefeiert, zu Recht. Okay. Schade. Starker Treffer. 22:12, knapp 40 Minuten gespielt. Eiskalt verwandelt. Ja, okay. Lass ich gelten. Starker Treffer ist anders, ne? Schön pariert. Ja, auch hier wieder. Ja, wir spielen die Torchancen super aus. Es hapert immer mal wieder dann halt in der Verwandlung. Gibt es jetzt so, ja. Also nicht so genau, was sich da wehgetan hat. Schini, glaube ich. Aber es scheint zu gehen. Es scheint ein bisschen angenommen zu sein. Aber gut zu sehen, dass sie sich von allein bewegt. Ja, sie hat da von Sina Namat einen Ellenbogencheck bekommen und
unbeabsichtigt. Ich werde es auch noch rauskriegen. Aber das kann trotzdem ganz schön wehtun. Ja, das war jetzt so ein Verzweiflungswurf von Lena Hoffmann. Der war nicht vorbereitet. Mia Mülltrup war zuerst hinten und holt diesen Ball runter. Somit ein neuer Angriff für Neckarsulm. Ja, vielleicht auch mal Zeit für eine Auszeit seitens der Tussis, um da nochmal neu einzustimmen. Es ist nicht spielentscheidend, aber vielleicht nochmal einen neuen Impuls zu setzen, mal das anzusprechen. Ja, ein Fehlwurf von Julia Pinke. 41 Minuten gespielt. Ja, wie gesagt, leichte Probleme mit der Anzeige heute, aber wir versuchen das zu kompensieren. Ja, die Abpraller gehen heute nicht gerade auf unsere Seite, sieht man wieder in diesem Fall. Starkes Ding. Ja, das war ein richtig schöner Unterarmwurf. Hat man auch hinten im Tor keinerlei Chance, weil man den Ball viel zu spät sieht. Da nochmal der Hinweis für Sie. Pfingstwochenende. Porsche Arena Stuttgart im Final Four mit den Tussis. Also sichern Sie sich noch Ihre Karte für den pinken Fanblock. Nämlich, da wollen wir die Halle stürmen und in ein schönes Licht tauchen. Ja, auch da, weiß nicht, wie es du siehst, aber eher paralleles Spiel gerade wie vertikal. Ja, ist nicht verkehrt, jetzt lange Angriffe zu spielen, aber jetzt ist gut, dass Maria wieder drin ist, weil sie doch die Lücken reißt. Wir haben jetzt lange kein Tor mehr gemacht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder eher Zug zum Tor finden. Auch gerne über so eine Einzelleistung von Delilah Amega jetzt. Das war stark. Zum 23:13 nach knapp 44 gespielten Minuten. Ja, auch da wieder ein Versuch von Nele Reimer, aber man wünschte sich dann, dass zumindest die Neckarsulmerinnen zurücklaufen, vor allem weil Anka Gigerich wirklich schon viele Tempo-Gegenstöße parieren konnte. Also da müssen die Abwehrreihen einfach schnell umschalten und wir müssen vor allem auch die Chancen nutzen und reinmachen. Ja, das ist war die letzten Jahre ein bisschen Manko, wenn man solche Spiele hatte, dass man ein großes Polster reinlegt. Gerade auch im Kampf um die begehrten Plätze für das internationale Geschäft. Und schaut man sich mal andere Teams an, wie Thüringen und auch Bietigheim, die schaffen es dann noch immer wieder, größere Abstände zu erzielen. Ja, das ist vielleicht auch noch was wir in Zukunft noch ein bisschen besser machen dürfen, definitiv. Und weil die Chancen haben wir ja. Ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da sind wir zu fahrlässig unterwegs. Jetzt mal wieder mit Mali Zapf. Sorry, zu dann. Wechsel im Tor von Bietigheim. Wobei er Gigerich ganz gut gehalten hat. Wir führen 4
So, hier sind wir wieder live im Studio. Wir sind natürlich online. Auch die Frau Glaser, wir haben gerade geschaut. Ganz genau, ja. Es steht auf den anderen Hallen. Dortmund hat das Spiel soweit gedreht, 19:13 gegen Nelling. Ist auch wichtig für die Dortmunder, die ja auch nicht so eine starke Phase hatten, aber für Nelling, ne, die sie in letzter Zeit gut verkauft haben. Schon ein bisschen überraschend, dass sie jetzt das nicht so halten konnten, aber ist auch nicht vorbei. Wir gucken mal wieder runter aufs Feld, weil die Auszeit ist vorbei. Wir reichen Ihnen noch gleich zwei Endergebnisse nach, wenn es meine Stimme zulässt. Wow, 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 wow. Ich bitte es zu entschuldigen. Röderthal gegen Buxtehude 23:33. Sein Endergebnis. Also egal, was Anna-Maria Ilgestein der Auszeit gesagt hat, das war bestimmt nicht das, was die Mannschaft gerade versucht umzusetzen. Ganz im Gegenteil, zwei einfache Ballverluste jetzt im Angriff werden sofort bestraft vom Tussi Express. Da müssen sie jetzt aufpassen, dass der Abstand zu der Heimmannschaft nicht zu groß wird. Und zwei Endergebnisse aus der Frauen-Bundesliga. Frischhoff-Göppingen gegen Thüringer HC 18:26, also auch der THC. Gewinnt auswärts und Bad Wildungen gegen Bensheim-Auerbach. Da bleiben die Punkte in Bad Wildungen 29:27. Eine knappe Geschichte von zwei Teams, die sich da auf Augenhöhe begegnet sind. Ja, und hier verliert sie den Ball eigentlich. Ein gutes Anspiel. War sie auch schon frei durch. Aber immerhin stimmt es jetzt Rückzugsverhalten mal. Auch jetzt wieder Annika Ingpass am Kreis mit dabei, die heute auch ein paar Spielanteile mehr bekommt. Und Stina Karlsson mit der 14 auch mit von der Partie. Die Schwedin hier am Ball. Na, schön abgelegt jetzt wieder auf Kati Betjes. Ja, wird wohl Abwurf geben, aber eine 2-Minuten-Strafe für Linda Mack. In der Situation davor, Faulan Xenia Minevskaya. Aber der Wurf wurde abgepfiffen. Somit Spielstand 26:13 und noch 14 Minuten zu spielen. Ja, das war das 14:26. Celine Ineichen. Ja, und auf der Gegenseite Annika Ingpass. Ja, gerade Kreisläufer-Battle. Ein bisschen in der zweiten Halbzeit. Ja, und jetzt auch Neckarsulm mit dem Wechsel Torfrau raus. Empty Goal, also leeres Tor. Und versuchen da taktisch die Unterzahl aufzufangen. Ja, der Wurf muss erfolgen, ne? Bei zwei Kreisläuferinnen muss er kommen. Wird halt dann knallhart bestraft. Ja, in dem Fall kam es ja nicht mehr richtig aufs Feld. 28:14, noch 12 Minuten zu spielen. Ja, bei dem taktischen Mittel muss halt eben ein Tor erfolgen, weil sonst ist man ausgeliefert.
Ja, jetzt arbeiten wir super um die Kreisläuferinnen herum. Und dadurch wird es jetzt schwieriger für die Neckarsulmerinnen. Noch Zeitspiel angezeigt. Noch 5 Pässe. Dann muss Neckarsulm abgeschlossen haben. Ja, und sie machen es früher, aber leider vorbei aus Sicht der Gäste. Schönes Rückzugsverhalten in diesem Fall. Ja, auch Maren Weigel bekommt jetzt ihre Pause. Ich denke auch, Monika Kubelinska wird wahrscheinlich heute keinen Einsatz bekommen, aber auch aufgrund dieser ganzen Tatsache, auch des Spielstands geschuldet, möchte man sich einfach noch ein bisschen schonen. Genau. Das ist auch richtige Entscheidung. Nichts riskieren, das ist schon richtig so. Klar, Spielanteile hätten ihr mit Sicherheit auch gut getan, zurückzukommen, aber wahrscheinlich wird die Medizin da eher noch ein Veto eingelegt haben. Ist ja schon schön, dass sie überhaupt auflaufen konnte, sich mit aufwärmen konnte. Und dann holt sie sich ihr Selbstbewusstsein einfach im Training wieder. 2 Minuten Zeitstrafe für Neckarsulm. Es trifft Lena Hoffmann. Und somit wieder Überzahl für die Tussis. Ja, einfach geil, wie wir da den Ball durchspielen, muss man ehrlich so sagen. Ne? Mit einer Geduld und man sieht, okay, die erste Abräumaktion auf links außen klappt nicht. Ich stoße wieder zurück und spiele dann rechts außen frei. Also ich finde, wir sehen halt wirklich schöne Abschlüsse im Angriff. Das ist richtig. Und da merken Sie, dass ich kein Experte bin. Ich hatte Maren Weigel schon eine Pause verordnet, aber sie ist auf rechts außen. Und Marlen Zaff bekommt die Pause. Somit entschuldigen Sie, aber... Wichtig ist, dass Tore fallen, das hat sie in diesem Fall gut gemacht. Ja, Stürmerfoul von Maria Obradovic. Korrekte Entscheidung. Kann man auf jeden Fall pfeifen, ja. Spielstand 29 zu 14 nach 50 gespielten Minuten. Sie sehen es oben rechts am Spielfeld, am Bildschirmrand, sagt man, ja, Bildschirmrand. Und es ist eine schöne Parade von Jasmina Jankovic, die ja den Verein auch verlassen wird nach dieser Runde, nach Frankreich. Kennst du den Verein? Nee, gar nicht. Kann ich gar nichts zu sagen. Ich hatte gehofft, dass sie uns in der Bundesliga erhalten bleibt, aber ich denke, das Gesamtpaket wird gestimmt haben. Und wenn sie nochmal im Ausland eine neue sportliche Herausforderung sucht, hat sie bestimmt in Frankreich einen tollen Verein gefunden. Oder mit dem Land Frankreich. Und dann bin ich ja bei dir an der richtigen Stelle. Wir kriegen mit Madita Kohorst eine neue Torfrau aus Oldenburg hier an die Erms. Deine Einschätzung, was zeichnet sie vielleicht jetzt auch ein bisschen aus? Sie war auch bei der... Sie gehört auch zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Ja, und das auch verdient. Also sie bringt eigentlich alles mit, was man sich von einer Torhüterin wünscht. Also einfach auch die Maße. Und sie hat meiner Auffassung her ein unfassbar gutes Stellungsspiel für ihr Alter. Und von dem her, glaube ich, gehört ihr auch die Zukunft. Und deshalb ist es super, dass wir so jemanden auch an Metzingen binden konnten. Ja, super. Und die Gegenwart, das ist Jasmina Jankovic. Gerade schön gehalten. Stina Karlsson zum 31 zu 14. Noch 7 gespielte Minuten. Oder haben wir noch zu spielen? Ja, und die Tussis legen jetzt nochmal einen Zahn zu. Hat man so ein bisschen das Gefühl. Aber natürlich auch geschuldet der Tatsache in Unterzahl. Eh schon dezimierten Kader. Macht es nicht einfacher für die Gäste, die hier wacker kämpfen. Das muss man sagen. Also sie geben alles, versuchen alles und denken wir auch von unserer Seite hier eine Hochachtung an die NSU. Ja, jetzt kriegt sogar die dritte Torhüterin noch Einsatzzeiten mit Annabelle Sattler. Hat man jetzt noch eine Torhüterin verpflichtet. Weißt du woher? Aus Schwieberdingen ist sie. Ah ja, okay.
Genau, aufgrund dessen, dass einfach alle verletzungsbedingt ausfallen, gerade mit Melanie Herrmann langfristig, dann Anka Giegerich auch mit dem Kreuzband Probleme hat und auch Jana Brausch immer wieder Rückenbeschwerden hat. Und aufgrund dessen hat man dann nochmal eine Option mit Annabelle Sattler gewählt. Und Valeria Gorelova, die ja verpflichtet wurde, ist noch nicht einsatzfähig, richtig? Nee, genau. Die hat noch keine Spielerlaubnis und so viel ich weiß auch, gibt es da Probleme mit dem Visum. Ah, oh, okay. Tja. Visa, die Freiheit nehme ich mir. Okay, lass was. Also, aber sie ist ja schon verpflichtet worden und sie kommt, glaube ich, auch. Sie hat in Lana gespielt. Ist ja auch kein unbekannter Verein im europäischen Handball. So dürfte es auch eine Verstärkung sein, der Transfer von Gorelova. Ja, schönes 1 gegen 1 jetzt von Lena Hoffmann. Lena Hoffmann. 31:15 und noch knapp 5,5 Minuten zu spielen in der Öschhölle. Ja, super gespielt. Schön. Ja, Annika Ingpass gefällt mir halt auch sehr, sehr gut. Auch ihr Abschlussverhalten sehr erfolgreich. Ne, in dem Fall mal gestoppt von der Torfrau, aber ansonsten eigentlich sehr gute Wurfquote. Das 32:16 erneut verkürzt von Sina Namat. Ja, es ist natürlich schon schwierig, diese Konzentration 60 Minuten hochzuhalten. Deshalb verpassen oder passieren uns da auch einfache Fehler jetzt hinten raus in der Abwehr. Aber wenn man es dann wieder vorne ausbadert und so schön ausspielt, dann vergisst man das auch ganz schnell wieder. Ja, und wieder erfolgreich. Annika Ingpass, die ihre Chance am Kreis heute sehr gut nutzt. Und ihre Spielzeit auch mit Toren krönt zum 33:16. Noch 4 Minuten zu spielen. Aha. Da hätte, genau, Linda Max schon gehen können. War super angestoßen von Lena. Jetzt müsste es vorbei sein mit den Pässen, ne? Genau, passives Zeitspiel. Der Wurf muss erfolgen. Wow. Knappes Ding. Kein schlechtes Ding, ne? Drei Minuten sind noch zu gehen. 33:16, der Spielstand. Sind wir auch mit der Kamera jetzt wieder dabei? Nah am Stürmerfoul, aber trotzdem genau. Tor durch Linda Mack. 33:17 und wir brechen gleich die letzten zwei Spielminuten an. Thank you.
Ja, super gezogen jetzt wieder von Maria Obradovic. Deswegen holt sie da jetzt erneut verdient den 7 Meter raus. Und der Pink Panther wieder 7 Meter in Metzingen. Einmal gespannt. Eine ganz neue Situation für Annabel Sattler im Bundesliga-Spielbetrieb. Ja, auf jeden Fall. Neue Welt. Wow, wow, wow. Ja, und muss gleich ordentlich. Auch sie mag das nicht, wenn sie den Ball am Kopf vorbei bekommt. Nee, das mag natürlich kein Torhüter, aber. Haben wir auch schon gesehen, also egal welche Spielerin, aber ist auch verständlich. Ja, da kommt ein Ball mit hoher Geschwindigkeit direkt am Ohr vorbei. Und ja, das mögen. Ja, also habe ich auch nicht gemocht als Torhüterin, aber wer nun mal gezielt werfen kann, und da gehört eine Schiene Mineska ja dazu, und man sieht ja, die Torhüterin ist nicht allzu groß gewachsen, dann ist das definitiv eine Option auf eine sichere, ja, Toreffektivität. Letzten 30 Sekunden. Super rausgespielt jetzt nochmal auf Mali Zapf. Und sie verwandelt auch diesen Treffer oder diesen Wurf als Treffer. Ja, und da packt man vielleicht noch einen drauf. Nee, ja, leider.